Moment, ist uns die Maske ausgefallen. Machen wir bitte weiter mit dem Frankfurter Wetter. Ja, dann schalten wir jetzt gleich um. Irische Klänge für einen Superstar der Popmusik. Als Madonna am Samstag mit Privatjet in München eintraf, drückte ihr der Konzertveranstalter Marcel Avram im Vorbeigehen eine Maskier und eine Oktoberfestbreze in die Hand. Dann verschwand sie hinter getönten Scheiben. Keine Fotos mehr bitte, keine Interviews. 24 Stunden später das erste der zwei Deutschlandkonzerte der 31-jährigen Sängerin. Madonnas Musik, Hits aus 6 Jahren Karriere, die viele im Publikum auswendig können und mitsingen. Madonnas Kostüme, vom Pariser Star und Schockdesigner Jean-Paul Gaultier sehr sexbetont geschneidert. Barbarella lässt grüßen. Madonna 90. Nach vielen Verwandlungen und Rollenspielen wirkt sie erwachsener und ein bisschen auf der Suche nach ihrem neuen Publikum. Das Konzert im Olympischen Reitstadion in München-Riem war mit knapp 20.000 Besuchern nicht ausverkauft. Die knapp 2-stündige Show lief perfekt, wirkte stellenweise wie ein Kraftakt. Auffällig in der Großaufnahme Madonnas athletisch durchtrainierter Körper. So we basically will do a structured running program. Ich mache mit Madonna ein spezielles Laufprogramm. Danach arbeiten wir im Hotel an einzelnen Muskelpartien, zum Beispiel an ihren Beinen. Wie lange trainieren Sie? 2 bis 2,5 Stunden am Tag. Jeden Tag? Wenn wir auf Tournee sind, 7 Tage die Woche. Like a Prayer heißt dieser Song, wie ein Gebet auf Deutsch. Wie schon in dem umstrittenen Video dazu, setzt Madonna auch auf der Bühne recht unbekümmert religiöse Symbole ein. Die bewusste Provokation, das Kratzen an Tabus, zieht sich wie ein roter Faden durch die Karriere des Selfmade-Stars. Bei den Fans scheint sie damit ins Schwarze zu treffen. Das war super. Wir sind voll begeistert. Kurz aber. Selber zeigen, ja. Provokant. Ich muss sagen, früher war sie irgendwo so ein Disco-Mädchen, aber irgendwann wird die mal Mythos, so wie eine Gabo oder so, später mal. In diese Richtung zielen auch die neuesten, noch weniger bekannten Madonna-Songs wie Hanky Panky aus dem nächsten Madonna-Film Dick Tracy. Das kleine Energiebündel als Grande Dame, eine Madonna-Rolle, die bis auf Widerruf gültig ist, also höchstens noch dieses Jahr. Ja, und das war's von uns schon wieder.